So, und weiter geht's. Wir erforschen weiterhin die Mine auf Level 37. Ja, ich hatte halt die Hoffnung, wenn es jetzt relativ schnell geht, könnte ich das ja machen. Pass auf, wir gehen direkt raus. Wo war denn der Ausgang? Mist. Ja, jetzt wird es 10 Uhr. Scheiße, da macht die Adventure Guild zu. Das packe ich nicht mehr. Leave the mine. Oder? 10, komm, wenn es 10 bleibt vielleicht, habe ich Glück. Ne, jetzt sind nur 10. Mist. Ich will noch mal kurz gucken, wie die Öffnungszeiten waren. 2 bis 10. Das sind also eher so die später Aktiven. Dass sie erst um 2 Uhr mittags aufmachen. Ja, also es wird... Oh, Glühwürmchen. Ist ja süß, kann ich aber nicht einfangen. Bleibst du bei mir? Komm, folgt mir. Mhm, voll cool. Achso, ja. Ich habe ja auch extra die Dinger gesetzt. In den Weg nicht rein, obwohl die nicht da sind. Bisschen doof, der Crispy. So. Alles schläft, nur Crispy ist noch unterwegs. On the way nach Hause, um sich ins Bett zu legen. Hier muss ich runter. Ja, das war die Geschichte, dass ich mir gedacht habe, da könntest du dann schon auch links laufen. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, dass wir es auch so machen. Das machen wir eventuell auch beim nächsten Mal, dass wir es dann so machen. Boah, Crispy, manchmal einfach mal einen Ton weniger vielleicht. Oder doch mal so eine Sekunde denken. Apropos, da war doch noch ein Rezept, das will ich mal kurz anschauen. Live-Elixier. Mushroom, Mushroom, Moral. Chanterelle. Ja, alles klar. Wo ja auch immer. Und Wild Seeds. Spiceberry, Grape und Sweet Pear. Grape und Spiceberry. Das sind bestimmt die Sachen alle. Wo sind das? Die man so findet. Was ist das für ein Vogel? Keine Ahnung. Ich will ins Bett. Ich will einfach nur ins Bettchen. So. Yes. Let's sleep. So. Hast du was getan? Nö. Hast du nichts getan? Mhm. Kleines Schlückchen. Oh, ich habe Post bekommen. Da bin ich mal gespannt. This is embarrassing. I lost my lucky purple shorts. I'm telling you because I think I can trust you. If you find them, bring them back to me discreetly. I'll pay well, thanks. Major Lewis. Alles klar. Ja, habe ich nicht eine Quest auch für die Ding damals bekommen? Für die Brille? Level 40, das gehe ich jetzt definitiv an. Bikorp. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das Ding war. So, aber so. Erstmal hier gießen wir da. Da wächst schon. Ja, ich glaube, das Stroh hat nicht lange gebraucht. Ich muss nur dran denken, das mit der Skith zu harvesten. Und nicht, dass ich dann irgendwie. Na gut, ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich kriege ich es angezeigt. Was war das hier eigentlich? Waren das Tomaten? Ne, das waren die Melonen, genau. Mal gespannt, was die Melonen bringen. Oh, das sieht man gerade nicht, was ich bewässere und was nicht. Da muss ich mich jetzt einfach auf meine... Na gut, man zieht es ganz leicht durch, aber relativ schlecht. So, dann machen wir mal kurz noch hier... ja, genau, gieß mal die Truhe. Er hat nichts getan, gell? Sweet Pea, die behalten wir mal. Die ist für das eine Rezept gut. Haben wir noch was Grünes? Ne, das behalten wir. Batwing kommt in die andere Truhe. Hier sind wir fertig. So, das mal hier rein. Kohle kommt hier rein, das kommt hier rein. Zack, zack. Iron Ore. Oh! Wo, wann war, wie? Ah, wann habe ich Iron bekommen? Ah, die gab es vielleicht unten in den Steinen schon, ha? Huh? Auf dem Level, wo ich gerade war. Anscheinend, ja. Einzigste logische Erklärung. Pass mal auf, weißt du, was wir auch machen können jetzt? Weil wir brauchen demnächst sehr viel Kupferbahn. Ein paar Kupferbarren brennen. Das machen wir als nächstes. Ja, ist ja geil. Ich habe doch schon Eisen gefunden. Cool. Das finde ich jetzt sehr klasse. Kupferbarren hier. Ich glaube, das geht aber relativ schnell. Da brauche ich definitiv noch viel mehr von den Öfen. Da bin ich mal gespannt, wie viele Öfen ich da irgendwann hinzaubern werde. So, jetzt für den Notfall würde ich gerne... Komm, die Cave Carrot hat, glaube ich, auch nicht so... Oh, warte mal, hier sind noch Cauliflowers. Ja, ich kriege aber auch nicht immer. Wenn jetzt mal einer... Da hat mich Pranke auch schon darauf hingewiesen, wenn mal einer Cauliflowers mit dem Winter braucht oder so.
besser, wenn du eine hast. Schon fertig? Nö. Okay, lass mal laufen. Das geht, glaube ich, nicht verloren, das Zeug. So, ich würde gerne mal in die Mine. Ich würde jetzt die 40 voll machen. Diese eine Quest beenden. Und vor allen Dingen in die Adventurers Guild. Also diesmal nicht so lang, wirklich durchrennen, so gut wie möglich. Wie gesagt, meine Hoffnung ist Level 40 und dann ab mit dem Wagen dahin. Der Wagen ist nämlich hier irgendwo. Na, kannst du nochmal gucken. Oh, wieder eine schöne Blume. Nimm mit, was du kriegen kannst. Ja, also das mit den Fackeln war gar keine schlechte Idee. Sogar bei Tag sieht man das. Nee, war nichts, okay. Hab ich schon gedacht. Hat so ausgesehen, als ob. So. Ja, und dann als nächstes. Oh, 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 her damit, her damit, her damit. Sehr schön. Spicy Berry brauchen wir. Und dann würde ich den Süden vielleicht mal abgrasen und gucken, ob da noch irgendwas ist. Hey, Uli, oder wie er hieß, ich weiß gar nicht mehr. Nee, Uli war es nicht. So, auf geht's. Level 35. Auf zu Level 40. Ja, ich habe nicht viel Saps. Dementsprechend nicht viele Möglichkeiten. Scheiße. Warte mal, ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier irgendwo der Abgang ist nach unten direkt irgendwo. Dann brauche ich gar nicht darum zu machen. Großartig. Aber sieht nicht so gut aus. Die Fackel von vorhin ist auch weg. Oh, da ist er. Sehr gut. Ab. Oh, viel Erz. Ja, bauen. Ich glaube, die Viecher verfolgen einen gar nicht. Ah, das sind Spinnen. Ne, was sind das? Ne, Fliegen. Irgendwelche fliegenden Käfer oder so. Ja, das Problem ist echt, du brauchst die Fackel. Ah, sehr gut. Nein. Das ist eigentlich viel Schaden, muss man drauf achten. Doch, du hältst aber was aus, mein lieber Mann. So, wie gesagt, wieder in die Hoffnung gehen, dass hier direkt irgendwo der Abgang ist und Level 40 endlich zu holen. Oh, eine Geode mal wieder. Oh, gleich zwei hintereinander. Ey, Geoden-Farm hier. Schon mal nichts. Gehen wir nach rechts. Ja, ist eine spannende Geschichte hier, muss ich sagen. Also wirklich, das Spiel bietet alle möglichen Facetten, ja. Du kannst in Ruhe farmen. Kannst dir hier ein bisschen Action verschaffen. Und ab dafür. Sofort ab dafür. Bauen wir ab. Oh, hier ist wieder Kohle irgendwo. Das ist sehr gut. Allerdings auch Gegner. Wo sind die jetzt hin? Den sieht man nicht. Das ist so fies. Wenn der sich nach hinten dreht, dann ist er auf einmal weg. Boah. Wüsste jetzt irgendjemand, wo der ist? Nee. Im Leben nicht. Da unten läuft er. Jetzt sieht man. Dann mal kurz nachschauen, was man hier abbauen kann. Was interessant ist. Zumindest sind wir hier keine Fledermäuse gerade. Das ist gerade sehr beruhigend. Yo, mal noch ein bisschen Kupfer mitnehmen. Habe ich eigentlich mal wieder Eisen gefunden? Habe ich jetzt nicht drauf. Oh, das sind ein Haufen von den Dinger. Guck mal. Ich glaube, das Schwert schlägt aber relativ schnell zu. Da müsste ich vielleicht doch mal überlegen, das Schwert zu nehmen. Zukünftig. Bitte mal eine Treppe ab, weil ich glaube, hier ist nicht mehr viel. Ist gut, dass ich in jede Richtung schlagen kann, auch wenn es diagonal... Ach, da. Habe ich es eben noch gesagt. Oh, die sind auch cleverer als die Fliegen. Die fliegen nämlich nicht direkt auf einen zu, sondern machen auch... Gehen auch ein bisschen außen rum. So, jetzt haben wir hier packe ich auf jeden Fall mal noch eine Fackel hin. Ja, komm ins Licht, Feigling, komm her. Iron. Die Dinger lassen Iron fallen. Ist auch interessant. Ah, du bist erstmal eingesperrt da oben. Gib mir auch noch ein bisschen Eisen. Wäre
cool, wenn ich direkt mal ein paar neue Eisenbarren hier mir bauen könnte. Energie lässt nach, ja. Das ist gerade sehr aufwendig, hier runterzukommen, weil ich viele Steine abbauen muss, um die Treppe nach unten zu finden. Muss aber jetzt unter irgendeinem Stein sein, weil hier sind nicht mehr viele Gegner. Ich glaube, hier ist sogar gar keiner mehr. Wenn ab und zu mal ein Eisenohr dabei wäre, das wäre echt nicht schlecht. Geode. Ist auch immer gut. Oh, sehr schön. Ich krieg langsam Muffensausen. Sobald ich auf Level 40 bin, gehe ich sofort hier raus. Und ich hoffe, das ist gut vor 10 Uhr. Das wäre so ein Vieh. So, erstmal. Oh. Komm, lass mal ein bisschen Eisenohr fallen. Jetzt die Ohren. Oh, oh. Was ist denn? Vielleicht ein bisschen overpowered. Ein bisschen zu viel platziert. Ich hätte aber gern so ein Eisenteil, wo ich... Oh, ja. Machen wir erst hier. Ja, was machst du denn? Nein, du sollst... unnötig eine... Ding reingehauen. Ja, das bringt mehr Energy als Health, was ich auch brauche. Komm, erstmal die Karotten da. Ich hoffe, die sind nicht ein total wichtiger Bestandteil von irgendeinem... Rezept. Das wäre wieder total blöd. So. So, jetzt erstmal hier ein bisschen rumlaufen. Gucken. Da ist nichts mehr. Das ist natürlich doof jetzt platziert gewesen, wenn da nichts mehr ist. Ich hätte am liebsten gerne Treppe runter, dass ich auf Level 40 komme. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Könnten wir uns doch noch ein bisschen umschauen. Oh. Doofes Ding. Siehst du auch so schlecht hier. Ah, oh, Amethyst, sehr gut. Oh, da ist die Treppe. Sehr gut, sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Und warum ist hier keine Musik? Quarzstone und Iron, jawohl. Aber sag mir bitte nicht, dass nur diese Viecher Iron haben, bitte. Das wäre echt, echt doof, ärgerlich und nervig. Wenn ich dann wirklich auf die Jagd gehen müsste nach diesen blöden Viechern, damit ich an Iron rankomme. Da ist noch einer, den machen wir noch platt. Und ich muss mir das erstmal mit dem Schwert angucken, ob das eventuell interessanter ist. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob da unten was ist. Ja, das macht ja gar nichts, das Ding. Ja. Holen wir uns noch den Kupfer, das eine Ding. Hier ist nichts mehr. Alles klar. Und die Treppe nach unten. Oh, oh, oh. Geht's noch schnell? Juhu! Und jawohl! Und jawohl! Slingshot! Oh! Oh! Sag mir bitte, ich brauche kein... Ja, ich brauche Stones. Und da gehen natürlich nicht die normalen Steine. Oh, aber hier wird's schon... Oh, guck mal, hier Eis. Voll lauter, lauter. Oh. Oh. Sieht ja schon mal sehr interessant aus. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit sogar. Guck, was geht. Ich will jetzt wissen, was da... Ah, was diese Kristalle sind. Boah, Alter. Und wie ich die Steine kriege. Auf jeden Fall Adventurers Guild noch. Komm mal her. Oh ne, das ist noch ein. Das ist nur Eis? Das ist auch nur Eis, okay. Schon gedacht, es wären neue Kristalle. Natürlich noch Schaden gemacht, der Penner. Komm her! Oh. Okay, pass auf. Ich war gerade ein bisschen too much action. Oh. Was ist denn das? Jade. Oh, okay. Und den nehmen wir auch noch mit dem Quarz. Könnte in dem Eis was drin sein? Auch mal interessant. Aber hier ist zumindest mal wieder hell. Das ist doch schon mal ein Riesenvorteil. Ach, ich muss langsam raus. Mach mal platt. Die bringen auch nur ganz normalen Stein, oder? Oh. Was ist denn?
to the bottom. So far, there is no sign of the bottom. How long does it go? Reach the bottom of the mine. The bottom? Also hier, es ging Richtung 40. Es ging bis 5, dann ging es bis 40. Und jetzt bis zum Grund der Mine. Aber wenn es jetzt schon zum Grund der Mine geht, das wäre ein bisschen... Dann müsste aber Level 200 sein oder so, hoffe ich. Keine Ahnung. Geht das Ding jetzt hier? Out of order. Scheiße. Schade, ich habe gedacht, das hätte das automatisch mit sich gebracht. So, jetzt gehen wir erstmal chill. Ich habe jetzt ein bisschen Eisen. Vielleicht kann ich mal einen Sprinkler bauen. Ah ne, du bist nicht... Oh. Silver Saber. Cool. Oh. Egas. Naja, so richtig Kampfzeug hier. Fire this with the slingshot. Ah, explosive Ammo. Bin immer gespannt, ob ich da auch ein, ob ich ein Rezept dafür bekomme. Cherry Bomb. Nein. Hm, schade. Schade. So, Chill, was hast du zu erzählen? Insect Head. Oh, yeah. Warte mal. Komm kurz raus. Ess mal hier die blöde Karotte. Ja, ist zwar wasted, jetzt aber egal. So, come back when you've got something to show me, kid. Wo ist denn jetzt? Ey. Ey. Ich will den Kopf. Ach, hör auf. Weil ich keinen Platz im Inventar gehabt habe, jetzt kriege ich das Ding nicht nochmal. Habe ich irgendwo anders da vorhin geklickt? Nee, ja, komm, hör auf. Hast du das Ding noch? Wo ist denn das? Ich bin in den Sockenkopf. Ach, hör auf. Kriege ich den nachträglich nochmal irgendwo? Ach, komm, hör. Ach, ist doch unfair. Den gibt's wirklich nirgends, ne? Das ist ja schade. Gut, es war nur ein Insektenkopf, aber trotzdem. Ich weiß ja nicht, für was der gut war. Leute, vielleicht könnt ihr mir sagen, für was der Insektenkopf gut war. Level 40, ich habe die Tresine immer noch nicht freigeschalten. Schade, schade. Vielleicht muss ich auch nicht unbedingt ein spezielles Mining-Level erreichen. Ein Mine-Level. Sondern es gibt andere Voraussetzungen. Vielleicht kann mir die Ding zum Beispiel, der Robin, das freischalten oder so. Kriegt das durch irgendeine Quest oder wenn ich mich bei irgendjemandem beliebt gemacht habe. Das sind alles Dinge, die herausgefunden werden wollen. Ja? Mal schauen. Ja. Hm, interessant. Auf jeden Fall werde ich mal ein bisschen im Süden abgrasen die nächsten Tage. Gucken, ob ich da was zu essen finde. Weil das ist wirklich gerade ein bisschen rar. Aber Slingshot... Requires stones for ammo. Tja. Gibt es da ein Rezept dafür? Oder was für Stones sind da wirklich? Ich meine, weil Stones habe ich, ja. Aber so viel, dass ich nicht. Ne, die muss man bestimmt noch klein kloppen oder so irgendwas. Weil die großen Stones werden definitiv zu groß sein. Naja, gehen wir mal to rest. Es ist ja schon spät. Jawohl. Ah, Combat. 5 HP, New Crafting, Warrior Ring. Alles klar. Was braucht denn der? Der Warrior Ring. 10 Iron Bar. Ich kann froh sein, wenn ich jetzt überhaupt einen bauen kann. So, apropos. Mach erstmal Platz. Obst und Gemüse. Sweet Pea hier rein. Spice Berry Amherst hier rein. Natürlich zwei verschiedene. Ding. Das lassen wir mal drin. Ja, der Gunther. Ja, ich muss dann eh hier geodemäßig mal wieder dahin laufen. Iron 2. Ach, hör auf. Das langt ja hinten und vorne nicht. Einmal. Wahrscheinlich auch. Ne, jetzt sogar mehr. Requires 5. Okay. Das ist also zumindest brauche ich von Eisen nicht mehr als bei Kupfer. Schon mal ganz gut zu wissen. So. Iron Ore. Oh, ich hatte ja schon einen. Okay, aber ich brauche trotzdem noch zwei.
Jade geben wir ab. Kupfer kommt mal weg. Amethyst kommt weg. Quarz kommt weg. Die Kupferbarren kommen weg. Ja, ich werde schon demnächst eine weitere Truhe brauchen, so wie das aussieht. Backmeat kommt hier rein. Kohle, die Kohle nehme ich mit. Guck mal, was drin ist. Bad Wings kommen hier rein. Jo, die zwei Sachen kommen mal zum Blacksmith. Würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen die Stadt unsicher machen. Das wird noch eine schöne Aufgabe als nächstes. So, erstmal wieder schön gießen. Okay, woran erkenne ich, dass das fertig ist? Muss ich auf die... Jetzt sag nicht, ich muss auf die Tage achten. Aber ich glaube, da geht sogar noch ein Tag. Ich könnte mal eins, spaßhalber, mit das Skiff, wie auch immer das Ding ausgesprochen wird. Warte mal, ich bin am vierten Tag. Ne, vier Tage waren es nicht. Ich würde sagen, fünf waren es schon. Und ich glaube, Weizen muss ja auch gelb sein. Ne? So... Gut ist wenigstens mal, dass das Ding, welches ich bewässer, sich bewegt. Ich sehe es gerade wirklich nicht mehr, gell? Habe ich überall. Ich hoffe schon. Ist vielleicht doch geschickter, man setzt sie ein bisschen auseinander. Vielleicht so in Reihen, weißt du? Dass man sowas macht oder so. Muss man echt mal schauen. Wie gesagt, ich mache das echt so auf eigene Faust. Ich will mir nicht unbedingt was abgucken bei anderen. Und dementsprechend sieht das halt natürlich auch ein bisschen anders aus. Ne? Genau. So, wie gesagt, gehen wir erstmal zum Blacksmith. Na, der macht erst später auf. Dann gehen wir stattdessen mal kurz ein bisschen im Süden schauen. So, noch spannend, wie ich da reinkomme. Wahrscheinlich gibt es Geschenke, wenn ich genug Geschenke verteilt habe. Könnte ich mir gut vorstellen. Waren die Kühe vorher schon da? Hm. Ich brauche auf jeden Fall einen Koop. Das sind die ganz normalen Pflanzen, bloß in einem anderen Look jetzt. Da ist schon mal so ein Teil. Wie spricht man das aus? Pie? Ne, Pie ist ja wieder was anderes. Sweet Pea. Was auch immer. Jo. Sag ich mal, also hier ist jetzt großartig nichts. Mal gespannt, wo die Himbeeren wachsen. Ja, natürlich an Büschen, aber... An welchen Büschen genau? Hier an diesen Büschen? Oder an so einem Busch? Oder an so einem Busch? Wie wird der Busch wohl aussehen? Drüben ist nichts. Mal gespannt, ob das hier Früchte gibt an diesem Baum, an diesem komischen. Bin ich mal sehr gespannt. Nö, hier ist soweit mal nichts. Was bringt das eigentlich? Null Energy, ist halt eine schöne Blume. Hat sich da eigentlich mein Wert verbessert bei der einen eben? Nee. Ah, da musst du schon viele Geschenke machen, damit sich da was steigert. Also, puh. Mein lieber Mann, da musst du wahrscheinlich dauerhafte Geschenke machen, sonst geht das Ding wieder runter. Lass uns überraschen. So, Blacksmith ist unten rechts irgendwo. Der Erwin hat immer noch seine Unterhose verloren. Den muss ich noch finden. Gab's da eigentlich... Oh, Eis. Was geht denn? Come back when someone's working. Achso. Da könnte ich da nicht arbeiten. Nee, zuerst die Geoden aufmachen lassen. Logischerweise. Mal gucken, vielleicht gibt es hier was Neues. So, process the Geodes. Oh, 3 Quarz. Das ist eine fette Beule. Nein, Iron Ore. Was ist denn das? Ein Stein? Limestone, okay. Ein Kupfer. Oh. Nikoid. Was auch immer. Okay, vielen Dank. Oh, apropos, warte mal. Upgrade Tools. Copper Axe, was brauche ich noch? 5. Oh, das könnte ich aber hin, ey. Copper Axe mal aufwerten? 2000 Gold. Oh, dann gibt es andere Dinge. Used to water crops. It can be refilled at any water source. Aber die hält. Die hat bestimmt mehr Volumen oder so. Copper Pickaxe, Copper Hoe. Also, da kann ich die Grunddinger praktisch aufwerten. Plus das Giffnet, habe ich eben gesehen. Zeig mal. Kann man da eigentlich auch noch irgendwas machen? That's made from an Iridium Alloy, okay. Nö, alles klar, soweit. Also 2000 Gold. Wir müssen dringend Gold machen, ja. Ich muss mal nochmal meine Liste durchschauen, was da am ergiebigsten aktuell ist. So, nochmal Donation. Dann gibt's einmal das Teil hier. Und einmal Jade. Oh. Gibt's nichts zu sehen und kein Reward. Okay, schade.
Heute gibt es mal nichts, kein Problem. Damit kommen wir klar. Gucken wir uns die Dinger noch kurz an hier. The Delicate Shards from a Tiny Pink Meadow. Und Jade, a pale green ornamental stone. Ja, ja, dann halt. Ein grüner Stein. Mit Ornament, was auch immer. Okay, Leute, wir machen eine kleine Pause. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, einfach mal am Ball bleiben. Wir werden uns definitiv mal Richtung Geldzuwachs orientieren. Also dann, bleibt am Ball. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich, bis zum nächsten Mal, wie auch immer. Wie ihr wollt. Ja, wieder unnötig.